Hi, wir sind Thilo und Kathi von Wein daheim und wir haben heute wieder was richtig Tolles in der Küche gezaubert. Es gibt Spaghetti Carbonara nach italienischem Originalrezept und dazu gibt es auch noch einen Wein. Genau, es gibt den Primitivo von Scuola Sarmenti bei uns aus dem Sortiment, der wirklich ein sehr guter Primitivo ist. Und wie das dazu gepasst hat und wie wir das Ganze zubereitet haben, seht ihr jetzt. So, wir sind jetzt in der Küche und ich sage euch jetzt mal kurz, was wir alles brauchen. Das Rezept haben wir aus einem YouTube-Video von Vincenzo's Plate. Das ist original italienische Spaghetti Carbonara. Und dafür brauchen wir natürlich Spaghetti. Normalerweise nimmt man Guanciale oder man kann aber auch Pancetta nehmen, wenn ihr das nicht findet. Dann braucht ihr Käse, nämlich Parmesan oder Pecorino. Eier, Salz, Pfeffer und das war's auch schon. Das ist ganz easy. Ihr werdet es gleich sehen. So, zuerst wird der Speck in kleine Würfelchen geschnitten. Also der erste Step ist getan, wir haben den Speck geschnitten und der kommt jetzt bei mittlerer Hitze, ohne Öl, ohne Fett in die Pfanne rein. Da wird er dann jetzt schön braten, bis er schön kross und braun ist. Also ihr seht jetzt, das Fett löst sich und wird flüssig und darin brät dann quasi der Pancetta. So, zuerst kommen unsere Eier rein und hier gilt ein Ei pro Person und immer ein extra Ei, haben wir gelernt von Vincenzo Plate. Jetzt kommt Pfeffer dazu. Möglichst viel Pfeffer in die Carbonara. So, und das ist jetzt hier die Soße. Beziehungsweise es wird die Soße. Es wird ganz cremig. Nur durch die Eier und den Parmesan. Wichtig beim Pasta abkochen, immer schön grobes Salz reinmachen. Das gibt ein bisschen mehr Geschmack. Jetzt kommt die Pasta rein. Die Nudeln sind fertig und ich werde die jetzt zu dem Speck dazu tun. Den Speck hatte ich kurzzeitig ausgemacht. Das Ganze ist auf niedriger Hitze. Und das Wichtige ist, ihr macht jetzt eine Kelle ungefähr Pastawasser noch mit dazu. Und dann immer schön rühren. Jetzt nehmen wir die Ei- und Käsemasse und da kommt auch noch mal eine kleine Kelle von dem Pastawasser mit dazu und dann schön rühren, dass es richtig cremig wird. So entsteht eine richtig tolle Soße und die geben wir jetzt gleich zu der Pasta und dem Speck dazu. Und dadurch, dass die Hitze ganz niedrig ist, kann da auch gar nichts passieren, dass es zu Rührei wird. Mmh, richtig geile Soße. Also jetzt einfach immer richtig schön rühren, damit das Ei nicht stockt. Und dann seht ihr schon, dass die Textur so richtig schön cremig wird. Aber wichtig ist, immer schön rühren und die Temperatur niedrig halten. Und dann ist das Ganze eigentlich auch gleich schon fertig. Die Spaghetti waren so, so lecker. Probiert dieses Rezept aus. Es ist unglaublich einfach. Man muss ein paar Steps befolgen, aber probiert es aus. Beste Spaghetti Carbonara, die ich bis jetzt gemacht habe. Unser Kriterier, der Primitivo, hat auch sehr gut gepasst. Mhm. Ich kann sagen, dass der diese Würze durch das Pfeffer und das Fett hat ein bisschen die Fruchtaromen runtergedrückt, aber dafür mehr so die Würzaromen rausgeholt. Und dann hat der Primitivo noch mehr so nach Weihnachten geschmeckt. Also war, mir hat es sehr gut gefallen. Ja genau, also einfach dieses zimtige, Nelke, was Thilo als Würzaromen jetzt beschrieben hat. Aber eigentlich ist auch dieses Gericht, also Spaghetti Carbonara, ist so ein Allrounder. Ja. Das heißt, man kann da jetzt nicht nur einen tollen Primitivo dazu kombinieren. Wir hatten aber neulich auch einen Weißburgunder, der hat hervorragend dazu gepasst, vom Weingut Dominikus. Der ist auch bei uns im Sortiment. Chardonnay würde aber auch sehr gut gehen. Ja. Fruchtige Roséweine wären auch noch möglich zum Beispiel. Also ihr könnt einfach mal gucken, was ihr da habt und loslegen, würde ich sagen. Genau, aber nicht zu kräftig. Genau. Und wenn ihr nichts zu Hause habt, was passt,
dann guckt auf unsere Homepage vorbei, auf weinterheim.shop. Wir haben auf jeden Fall alles da, was ihr braucht. Genau, wenn ihr euch beim Newsletter anmeldet, bekommt ihr noch 5% Rabatt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen oben da und abonniert unseren Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Immer sonntags. Genau, jeden Sonntag reinschalten. Ciao, ciao. Tschüss.